Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Imperium Galactic Survival. Ja, in der letzten Folge. Ja, sieht man eh, was ich gemacht habe. habe ich so eine kleine Plattform gebaut mit einem Kern drauf und. Genau, hier habe ich meinen O2-Generator und. Ein Überlebenskonstruktor, was ist hier drin? Ja, jede Menge Sachen. Ich könnte sogar Kraftstoffzellen, könnte ich mir schon craften. Prometheum-Erz 10. Ja, da passe ich auch ein bisschen auf, denn ich bräuchte was anderes und zwar. Das tue ich auch mal in die Auswahlleiste rein. Kettensäge, nee, tue ich tauschen. Bohrer, Kettensäge, Taschenlampe, genau. Motorrad brauche ich als erstes. Wenn ihr auf dem Map schaut, wo war ich letztens? nee, ich war. Ah, hier war ich, genau, hier. Hier gibt es ein Eisenerzlager. Drei Lager direkt so eng nebeneinander. Das wäre richtig klasse, aber. Da komme ich gerade schlecht hin. Denn hier ist eine Basis mit Tonen und Geschützen und die hätte mich in der letzten Folge fast gekillt. Ja, da habe ich keinen Bock drauf, deswegen werde ich in dieser Folge. Weiß nicht, so ein bisschen weiter runter oder ein bisschen weiter in diese Richtung fahren. Denn ich brauche unbedingt Eisenerz. Oder wenn ich reinschaue, habe ich hier irgendwas mit Eisen, Holzblöcke, wow. Holzlatten, Steuergerät, Elektronik, Kobalterz, Schotter. Nee, nichts wirklich, was dabei was man brauchen könnte. Deswegen schwinge ich mich aufs Motorrad. Genau, kurz schauen, ich fahre jetzt in diese Richtung. Ja, vielleicht gibt es unten ein Eisenerzlager, mal schauen. Einfach mal auf los geht's los. Hier sind wieder Dinosaurier unterwegs. Ich tue jetzt die Minimap, die rechts oben angezeigt wird, ein bisschen besser im Auge behalten. Nicht, dass ich wieder auf Drohnen treffe und mich dann abknallen, bevor ich sie sehe. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ja, genau, auf dem richtigen Weg. Mal schauen, vielleicht gibt es unten irgendwo Eisen. Beziehungsweise ein Eisenerzlager. Da kommt wieder so ein kleiner Dschungel. Oh, die Weltgrenze. Die Weltborder. Okay. Ja, dann fahren wir hier so ein bisschen entlang an der Welt. Oh, an der World. Weltborder. Ich glaube, kam es hier noch irgendwo Eisenerz gibt, oder? Hui. Ich habe sie fast überschlagen. kurz auf den Web schauen. Okay. Ah, oh, ist wirklich stockfinster. Man muss aufpassen auf irgendwie Aliens, die wo jetzt bei Nacht spawnen. Es gibt wirklich. Weg. Mal ein bisschen in diese Richtung. Was habe ich da entdeckt? Epsilon Fortress. Okay, da waren auch wieder Drohnen. Wo war das da vorne? Dinosaurier. Sollte man nicht ignorieren. Ja, dann bin ich ein bisschen verletzt. Kleines bisschen, okay. Zum Glück war es nur ein kleiner Dinosaurier. Komm wieder hier zurück. Wow.
gehen wir durch den Dschungel, gegen einen Baum. Stehen bleiben ist immer schlecht bei Dunkelheit. Los, fahr weiter, fahr weiter. Schau mal, wo es Eisen gibt. Ach komm. Geh am Baum schon wieder. Ja, der Dschungel ist einfach so dicht. Bewaldet. Kobalterz ist da vorne. Ja, da war ich hier schon. Hä? Wo bin ich dagegen gefahren? Ach, da ist der Stein. Vorwärts. Ich schau mal kurz auf die Map. Wo bin ich jetzt? Hier ist meine Basis. Ja, fahren wir hier so entlang. Mal schauen. Aber hier geht's wirklich steil bergab. Ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein Eisenerzlager oder irgendwas anderes Außergewöhnliches gefunden habe. Also, bis gleich. Okay, ich habe jetzt was gefunden, ne? Ui! Magnesium-Erzlager wurde zuerst angezeigt und ja, ein paar Sekunden später ein Eisenerzlager. Juhu! Fuck, was in Richtung der Sonne, deswegen bleibt die Sonne ja noch ein bisschen oben, ne? Und ein Kobalt-Erzlager. Oh! Weg, 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 weg. Drohnen. Oder irgendeine Basis oder irgendwas. Ach, schon wieder. Immer bei Eisenerz. Raketendrohne. Nicht mal Sturmgewehr. Oh, es leckt gerade. Kannst du nicht sehen, aber. Na komm. Oh, gefährlich. Schön nachladen. Rückzug. Ah, hier ist offenes Terrain, das ist gefährlich. Da kommen wir raus. Nachladen. Oh, ich habe keine Munition mehr, Schütz. Oh, Jetpack schnell anschalten. Ah, oh, da, sie darf mich nicht nochmal treffen. Nicht nochmal, nicht nochmal. Was bin ich im Dschungel? Das habe ich vielleicht eine Chance, dass mich nicht zieht, oder? Oder verfolgt sie mich? Oh, meine Ausdauer ist ganz unten. Schnell, Oh, gefährlich. Ich glaube, ich habe es abgehängt, oder? Verstecke mich hinter den Felsen. Oh, sie kommt näher. Shit. Vielleicht kann ich sie abschießen. Das schon speichern. Also sieht sie mich oder ist sie jetzt gelandet? Kann sie mich sehen? Ich hoffe mal nicht. Also sie scannt die Gegend. Hab aber gerade gesehen, so einen grünen Laser. Ah, sie haut wieder ab. Nee. Oh. Ich habe einen Puls von 3000 oder irgendwas. Ja, sie haut wieder ab. Boah, das war jetzt gefährlich.
Na, fliegt sie jetzt weit weg oder? Ja, sie fliegt wieder zurück. Wo war die? Eisenerzlager ist da. Warum sind wir immer bei Eisenerzlager? Ist doch wirklich ein sehr komischer Zufall. Jetzt kann ich gleich mich wieder auf den Weg machen. Was war das? Alien irgendwie Zeug. Wenn ich jetzt nach vorne gehe. Auf der Map wurde gerade noch was angezeigt, oder? Von. Ja, da links. Auf der Map links oben. Sieht man das Eisenerzlager? Ah, das ist mir zu gefährlich. Da gehst du nicht nochmal hin. Das muss nicht sein. Ah, meine Gesundheit muss irgendwie wieder nach oben kriegen. Salami. Ja, hilft immer. Super. Na. Jetzt. So, wenn ich diese Richtung fahre, komme ich wieder zu meinem Notfallgenerator zurück. Also ich hoffe es zumindest. Und hoffentlich sind da nicht nochmal Drohnen. Das wäre nämlich richtig, richtig ungut. Ah, kommt dazu. Kommen wir den Berg nicht drüber, oder wie? Ja, dann gehen wir zu Fuß. Ausdauer habe ich ja noch genügend. Oh. Nämlich Sturmgewehr. Ach, da habe ich keine Munition. Ah, da sehe ich wieder nichts. Eine Taschenlampe. Hoffentlich reagieren die Drohnen nicht auf Licht. Von hier hat man eine bessere Aussicht. Ah, da vorne sieht man es. Kann man vielleicht mit dem. Drohne ist gerade nicht in Sicht. Ah, das ist wahrscheinlich da vorne gelandet. Ah, schon wirklich komischer Zufall. Immer ist bei einem Eisenerzlager so eine Drohnenbasis. Wirklich sehr komischer Zufall. Ich tue hier mal das Motorrad in die Auswahlleiste, dass ich notfalls ganz schnell flüchten kann, wenn irgendwas passiert. Gehen wir ganz hoch. Hui, der Mond. Sieht man für irgendwas? Hier sieht man gar nichts. Mal kurz schauen, in welche Richtung muss ich? Ah, ich muss hier. Wenn ich da weitergehe, komme ich wieder zur Weltborde. Was bist du da unten für ein heller Fleck? Hm. Ich glaube, ich muss in. In diese Richtung. Ja, genau. So ein bisschen noch weiter links. Jetzt geht's bergab, da kann man das Motorrad wieder nehmen. Eieiei. Schon eine zweite Situation, wo ich wegen Eisenerz fast gestorben wäre. Echt merkwürdig. Weißt du, mir geht das wieder in 7,5 Minuten auf. Das ist ein Kobalt-Netzlager. Ah, da war ich ja schon mal. Sehr schön. Kommt mir quasi vertraut vor. Ah, hier durch den Dschungel irgendwie durchfahren. Gibt es auch keine festen Straßen. Ah, ich brauche kein Kobalt-Netz. Ich brauche Eisenerz. Ah, komm, fahr zu. Ja, wo muss ich jetzt hin?
Ja, fahren wir in diese Richtung. Denn im Konstruktor habe ich eben nichts, was mir jetzt helfen würde. Ja, komm, fahr zu. Verliere so ein bisschen einen Berg hoch. Da habe ich zwar keine Deckung, aber ich sehe schon mal, was mich in weiter Ferne erwarten könnte. Ui. Gefährlich. Viel Schwung, kommen wir vielleicht hier hoch, oder? Viel Schwung, jawohl. Ah. Ah, steig lieber ab, geh zu Fuß. Ah, Motorrad wieder in der Auswahlleiste. Kann irgendwas von dem Zeug. Oh. Ui, das war nicht gut. Ich brauche irgendwas. Ich bin vergiftet. Mein Puls geht auch rasant nach oben. Ich brauche irgendwas Ungiftiges zum Essen, bevor ich sterbe. Heieiei. Aber ich habe Salami dabei, aber. Bringt es was für die Gesundheit? Aber ich glaube, Honig ist gut für die Gesundheit. Den gibt es in so kleinen. In so kleinen Dschungeln, wollte ich sagen. You are dead. Ja, zum ersten Mal gestorben. Sehr gut. Ja. Unten bin ich gestorben. Super. Das heißt zumindest halbe Gesundheit wieder. Nehme alles mit. Sturmgewehr geht eh gerade nicht. Das nehmen wir. Halt die zweite Medaille. Das heißt halt wieder wenigstens genügend Energie. Kann ich Salami essen. Ah, super. Kann ich das mitnehmen? Nee, schade. Ja, auf jeden Fall müssen wir hier in den Dschungel reingehen. Nimm mal die Pistole. Ja, super. Die bringt auch wenig. Wahrscheinlich kann ich irgendwie Kräuter oder irgendwas finden. Die wollen wir gesunder wieder nach oben treiben. Auf dem Minimap wird auch so eine weiße Fahne angezeigt. Bedeutet quasi, da bin ich gestorben. Alien Plasma. Ich weiß nicht, für was man das braucht. Keine Ahnung. Irgendwie Blumen. Da vorne ist irgendwie so ein Busch. Sugar Crane. Okay, kann ich die essen oder? Oder. Nee. Also irgendwie ein Zwischenprodukt. Okay. In den Dschungel gibt es wirklich so viel zu essen. Kobra-Blätter. Aber die kann ich glaube ich nicht essen. Was ich gerade da bekomme ich sogar XP-Punkte. Was bist du? Einfach bloß irgendwie so ein komischer Busch. Okay. Ein Pilz. Ah, nee. Alien-Plasma. Natürlich. Und aufpassen, dass hier keine Dinosaurier mich attackieren. Was bist du? Komische Pflanze. Was war das? Pixie Stielbündel. Aha. Kann ich Blumenstrauß machen oder wie? Hat das der Honig, wo ich gesucht habe? Hier ist auch noch irgendwas. Kobra-Blätter. Aha. Honig. Da vorne war auch noch Honig. Ah, in 3 Minuten 20 geht zum Glück die Sonne auf. So, wenn ich jetzt Honig esse. Honig. Nochmal Honig. Jawohl, der treibt die Gesundheit nach oben. Und nochmal Honig.
Oh, sehr gut, sehr gut. Aber gut getan. Vielleicht finden wir noch mehr Honig. Also vorsichtig durch den Dschungel schleiche. Wieder Kobrablätter, oder? Genau. Also Blumen. Nimm einfach alles mit, was irgendwie mir helfen könnte. Was bist du? Also ein Skelett. Ui. Ja, überall. Boah, so viel Honig. Weil der Honig hilft auch nur kurzfristig. Oder kommt mir das nur so vor? Oder okay, die Gesundheitsanzeige schwimmt nach unten, ne? Ich schnappe mir schnell den Honig. Gibt es hier irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Hier ist so ruhig. Aber egal, also hier. Hier ist irgendwie nichts in der Nähe. Also momentan nichts. Vielleicht findet mich ja noch eine Drohne und ballert mich wieder ab. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Fasern. Okay. Bekomme ich XP-Punkte dafür? Was ist das? Einfach nur Gras oder irgendwas. Hey, Sonne geht wieder auf. Ne, hier gibt's gerade nichts. Aber ich würde gerne. Was ist das da vorne? Ah, ich sehe es nicht. Ich könnte ja ein Sturmgewehr einfach mal. Oder zumindest mal so sortieren das Ganze. Genau, Sturmgewehr. Was kann ich da vor? Hier ist nur ein Baum, oder? Ja, das könnte nur ein Baum sein. Aber hier sind auch irgendwie so komische Säulen. Vielleicht sind es nur Steine. Ja, das ist entfernt da vorne. Ja, kann man nicht anvisieren. Ah, egal. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Empyrean Galactic Survival. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao.